Hallo, ihr besten Menschen der Welt. Ich bin heute für euch nach London geflogen, um den Fall Ryan O'Connor aufzuklären. Die Akte Murdered Soul Suspect. Lasst uns mal zum Tatort gehen. So sad, so sad. Beschissener kann ein Tag wohl nicht enden. Erst werden wir aus dem Fenster geschmissen, inklusive unsanfter Landung, und als nächstes hageln Kugeln in unsere Brust. Keine wirklich schöne Art zu sterben. Warum Protagonist Ronan O'Connor gleich zu Beginn das Zeitliche segnen muss, verrät euch Senior Design Producer Eric Struder. By and large, he was in the wrong place at the wrong time. He got a tip that someone who was extremely important to a case he was working on was at a location, and he cavalierly ran into the space and unfortunately wound up killing him. Ronan O'Connor wächst als Waisenkind in den Straßen von Salem, Massachusetts auf. Nach harten Jahren und der ein oder anderen Anfeindung mit dem Gesetz wird Ronan zum Privatdetektiv und lernt über einen Kollegen seine spätere Frau Julia kennen. Doch das private Glück ist nicht von langer Dauer und so wird Julia ermordet. Ein bewegtes Leben, wie man unschwer an der Anzahl der bunten Bildchen am Körper erahnen kann. Aber gerade dies macht den Charakter sehr glaubhaft und äußerst sympathisch. Zusammen mit der packenden Geschichte baut Murdered Soul Suspect so eine Stimmung auf, der ihr euch nicht entziehen könnt. Ab diesem Zeitpunkt ist es an euch, den Mordfall zu lösen. Doch wie soll das als Geist gehen, fragt ihr euch. Ihr nehmt in der Zwischenwelt genannt das euren Mordschauplatz unter die Lupe und macht euch mit den Möglichkeiten dieser Welt vertraut. Wie? Was? Dämmerung? Genau diese Frage haben wir mal gleich weitergegeben. The dusk is a strange place because it exists almost exclusively as a result of human suffering. The psychic energy that someone gives off when they die, it leaves an imprint on this realm, and they tend to drag things into the dusk that are around them as they die. It's a really interesting concept because as you run through the town of Salem and all the other environments in the game, you'll see these things that exist in the dusk, and you know that something happened, something horrible happened to someone at this place to bring this here. Folgende Spielregeln gelten für euch in der Geisterwelt. Physikalischer Kontakt mit lebenden Objekten ist nicht möglich. Gebäude könnt ihr nur dann betreten, wenn euch die Türen geöffnet werden. Innerhalb von Gebäuden sind für euch Wände oder ähnliche Sachen nicht von Relevanz. Als Geist könnt ihr natürlich andere Geister sehen und mit ihnen interagieren. Ihr seht Dinge und Schauplätze von vergangenen Ereignissen, die Menschen nicht wahrnehmen können. Ihr könnt von Menschen Besitz ergreifen, durch ihre Augen sehen, in ihren Gedanken lesen oder ihnen einige von euren Erinnerungen durchs Nervensystem jagen, um noch mehr Informationen zu bekommen. Soweit die Möglichkeiten, die wir bis jetzt sehen konnten. Uns wurde jedoch versichert, dass im Laufe der Geschichte noch mehrere Möglichkeiten hinzukommen. Mit diesem Handwerkszeug macht ihr euch daran, verschiedene Tatorte zu begehen. An jedem Tatort müsst ihr eine bestimmte Anzahl von Hinweisen sammeln, damit ihr abschließend aus verschiedenen Puzzleteilen die Szenerie hoffentlich richtig zusammensetzen könnt. Die Rätsel waren in den von uns gespielten Abschnitten noch einfach gehalten, was im Verlauf des Spiels aber noch deutlich ansteigen sollte. Neben den eigentlichen Tatorten findet ihr auf eurem Weg immer wieder verlorene Seelen, bei denen es spannende Geschichten zu entdecken gibt. Erfreulicherweise sind diese Nebenmissionen wirklich interessant geworden, bieten eine schöne Abwechslung zum eigentlichen Spielgeschehen und tragen ganz nebenbei noch dazu bei, die Welt und die Geschichte besser zu verstehen. The motivation for Ronan is, as a detective, he has a natural instinct to help people. And as he comes across these spirits who are trapped in the dusk, he can't help himself but to try to help them solve their problems and help them resolve their unfinished business. Auch in der Geisterwelt ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. In ihr befinden sich Dämonen, die euch nach dem letzten Lebenshauch trachten. Beim Weg durch die Parallelwelt gilt es, diese Dämonen möglichst zu umgehen, ohne von ihnen entdeckt zu werden. Dabei helfen euch Fähigkeiten, wie durch Wände schauen zu können oder sich in Menschen und Nebelwolken zu verstecken. Werdet ihr dann doch mal entdeckt, hilft euch nur noch die Flucht. Die bösen Geister ließen sich bei unserem Anspieltermin nämlich nur mit Überraschungsangriffen von hinten über den Jordan schicken. Die Hide-and-Seek-Passagen von Murdered Soul Suspect funktionieren erstaunlich gut und sind ein gelungener Tempowechsel zu den doch recht ruhigen Rätseleinlagen. In Sachen Präsentation lassen sich die Entwickler von Airtight Games nicht lumpen. Und das, obwohl Murdered Soul Suspect ursprünglich nur für den PC, Xbox 360 und die PlayStation 3 angedacht war. Während unseres Termins konnten wir die PC-Version genauer unter die Lupe nehmen und diese schaute wirklich schick aus. Besonders in Sachen Lichtstimmung bleiben keine Wünsche übrig und so wird jede Szene perfekt ins Licht gesetzt. Lediglich ein paar Texturen hatten das HD-Zeitalter noch nicht ganz erreicht. Kein Wunder, denn unsere Version war noch bei weitem nicht final.
Murder So Suspect ist ein gelungener Versuch, dem Detective-Genre neues Leben einzuhauchen. Die Geschichte gepaart mit den Rätselanlagen sind spannend gestaltet und die Idee des eigenen Mordfalls ist ein toller Storykniff. Lediglich der Weg zur Lösung der Fälle gestaltet sich an der einen oder anderen Stelle holprig. Spielerisch gibt es dank Nebenmissionen und Actionanlagen noch die nötige Auflockung des Geschehens. Nach den ersten Stunden mit Murder So Suspect sind wir definitiv mit dem Detective-Fieber angesteckt.